Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Dream Team Brothers featuring Crash 40 Freak 89. Nachdem wir im letzten Part ein ziemlich schlauchiges Spiel gegen Nom Noms ausführen mussten, können wir jetzt nun einen weiteren Kissenmeister befreien und ja, damit auch ein... Oh, der Goldbini, da ist er wieder. Damit erhöhen wir wieder die Chance, uns einen Weg... Nein, bleib bloß da, Kleiner. Nein, spring doch auf ihn drauf, Mann. Ja, Gott sei Dank, danke, Luigi. So, Bams. Ich hoffe, das reicht, dass ich ihn auch erledigen kann. Ich muss immer wieder seinen Angriff abwehren. Oh mein Gott, das war fail. Und dann möglichst viel Schaden zufügen. Ich glaube, der Traumfalter hilft mir jetzt am meisten. Weil Traumfeuer geht da immer daneben. Ja, wir können uns jetzt endlich mit den Kissen meistern und... einen weiteren Weg bahnen. Also, mit der Hilfe der Kistenmeister können wir dann endlich vorankommen da. Okay, 109, ja, nicht schlecht. Wart, der flieht schon! Ja, nee, ist klar, scheiße. Jetzt hättet ihr mal gesehen, wie viel er bringt. Habe ich ihn schon so oft angegriffen, dass er jetzt genug hat? Okay, was wollte ich jetzt sagen? Ja, die Kissenmeister werden jetzt benötigt, damit wir einen Weg zum Tempel finden, weil ohne ihn kommen wir da nicht rein. Also ohne sie können wir nicht weiter. Weil von ihnen bekommen wir dann Steinplatten, die wir dann bei einem Wächter einlegen müssen. Also bei so einer Art steinernen Wächter. Wodurch dann bei diesem komischen Steinlift sich ein Weg bahnt. Also wenn ihr den letzten Part geguckt habt, wisst ihr, wovon ich gerade rede. Mein Gott! Ich schon wieder meinen Kommi. Voll scheiße. Hä? Flammhammer? Was ist das jetzt für ein Hammer, bitteschön? Mal schauen. Klingt auf jeden Fall interessant. Okay. Flammhammer plus O für getroffene Gegner eventuell Feuerschaden zu und er erhöht die Angriffskraft. Ja, den bekommt erstmal Luigi, damit er fast so viel Angriffskraft hat wie Mario. Cool, ein neuer Hammer. Man kann auch sogar noch Feuerschaden hinzufügen. Frag mich, ob es Gegner gibt, die gegen Feuer immun sind, beziehungsweise bei denen Feuer... beziehungsweise solche, die Feuer... welche das Feuer absorbieren und dann geheilt werden dadurch. Ich hoffe nicht, dass es solche gibt. Bams. Bam. Ja. Gibt einer aufs Maul. Und der letzte auch, bitte. Nein, schade. Okay, der zweite hat ein Ei. Na, jedenfalls, wir brauchen halt die Kisten... ah, ich bin blöd. Jedenfalls benötigen wir die Kisten, also wie schon gesagt, um in den Kistentempel zu gelangen. Weil nur dort können wir das Durchbett verwenden, um dann endlich auch die Pennerhenne treffen zu können und damit auch endlich uns einen Weg zum Luftschloss von Bowser und Dantasma bahnen können, weil nur so kommen wir hinauf. Okay, wie soll ich das jetzt anstellen? Was wird hier verlangt? Irgendeine Luigi-Sohn auf jeden Fall. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wie ich bitteschön diesen Splitter hier erreichen soll und attackieren soll noch zusätzlich. Ah ja, da ist eh wieder eine. Also wieder mal mit den Wind spielen. So. Ganz einfach. Hä? Ja. An der Wand hochkraxeln und wie soll ich das jetzt machen? Hä? Ich check aber nicht, wie ich jetzt an dieses Ding rankommen soll. What the fuck, hä? Wie jetzt? What the hell?
Ja, was? Was soll ich denn machen? Hey? Ich check's nicht. Hä? Ja, wie soll ich da bitte schön? Da komme ich doch nicht hoch, Mann. Ich komme dann höchstens so hoch, auf die Weise. Was? Ja, kann mir einer erklären, was ich da machen soll? Oder kann ich damit jetzt leichter die Kiste verschieben? Ja, natürlich. So gehört das gemacht. Und dann kann ich auch die Kisten erklimmen. Dadurch komme ich auch an den Splitter ran. Ich check schon. Okay, ich hab's kapiert. Darauf hätte ich auch wirklich früher kommen sollen, Mann. Aber jetzt komme ich da nicht mehr weiter, oder? Ach doch, doch. Geht schon eigentlich. So, aber dieses Mal muss es mir jetzt endlich gelingen, den Kissenmeister zu befreien. Wir müssen natürlich ein blödes Spielchen mit diesen Nom-Noms abhalten, bevor wir dann endlich auch diesen Kissenmeister bekommen können. Elsa gibt uns wieder eine Tafel, mit der wir sozusagen bei diesem Abgrund hier mit den Lift ein weiteres Stückchen vorankommen können, bis dass wir endlich zum Tempel gelangen können. Aber fürs Erste müssen wir noch weitere Wege durchforsten. Langer Zeit endlich wieder frei, mein Tag sei euch gewiss. Ist das wahr? Ihr müsst in den Tempel, um die Banane zu treffen? Verstehe, ich werde euch helfen, bitte nehmt das hier an euch. Yes! Somnanstein! Die Lebenene, vor langer Zeit hat sie ihre Heimat in diesem Wald gefunden. Viele Male hat sie diese Insel schon aus Gefahr gerettet. Stets suchte sie der Nacherholung hier im Tempel. Sorgt euch nicht. Auch diesmal wird die Lebenene uns gewisslich aus der Not helfen. Na, mal gucken. Okay, und ihr zwei? Das ist dafür, dass ihr uns so ein blödes Spiel entgegen eines letzten Paars geben musstet. Ich bringe euch um, ihr Spasten. Bam, bam, bam. So, hier. Das habt ihr verdient. Blöden kleinen Biester. Ernsthaft. Mir gleich so ein blödes Spiel andrehen. Ich hoffe, die machen nicht nochmal so etwas, weil das hat mich echt fertig gemacht im letzten Part. Manche werden natürlich sagen, du hast dich nur blöd angestellt. Ja, ich gebe zu, größtenteils habe ich mich eh nur dämlich angestellt, aber naja. Ich bin halt nicht so ein großer Experte bei so einem Spiel. So. Jetzt können wir mal versuchen, hier in die Mitte zu gelangen. Ich glaube eher, das machen wir so. Und umdrehen bitte. Ja, darf ich es umdrehen bitte? Danke. Gut. Weil da oben müssen wir vielleicht auch ans Attackenfragment kommen. Wenn ich mich nicht täusche, befindet sich hier in der Mitte von der rechten Seite. Ein Attackenfragment, oh mein Gott, du blöder, bekloppter, behinderter Hammerbruder. Hammerbruder, Bumerangbruder, naja, wohl. Sie sind halt sozusagen Hammerbruder, aber im Bumerang-Style, ihr wisst schon, was ich meine. So, meine Kleinen. Seid ihr bereit wieder zu brennen? Burns, burns, burns. Burn, baby. Yeah. Nein, ich bin so blöd. Jetzt kann ich wieder kein Accent erzeugen. Und damit alle auf einmal killen, ja. Stattdessen mache ich ein bisschen Schaden. Ach nein, nicht noch so einer. Alter, ich schaff's ja gar nicht abzuwehren. Ach nee.
Ja, wenigstens einen. Aber das reicht mir nicht. So. Ich müsste ein paar von ihnen killen, bevor ich dann den Saurier zu mir lenke. Also die Aufmerksamkeit des Sauriers auf mich lenken möchte. Oh mein Gott. Ich könnte mich manchmal selbst auffangen bei meinem schlechten Kombi. So. Ey, au! Aus! Oh, Vorsicht! Oha, bloß aufpassen. So, das ist noch leichter auszuweichen, Mann. So, den einen mache ich noch down und dann heißt es Spottball einsetzen. Also komm her, mein Kleiner. Hier, hast du. Ja, ja. Dreh dich mal wieder ab. So, jetzt kommt es wieder zum großen Kampf. Also wenn der Gegner dieselbe, eigentlich so gut wie dasselbe Angriffsmuster besitzt. Au, Mann, ey. Au, oh verdammt, Mario ist gleich down. Scheiße. Ich dasselbe Angriffsmuster besitzt wie vorher schon. Oh Gott, und auch noch seine Verteidigung ist drunter, natürlich. Damit nur schlimmer kommen kann. Es wird Zeit für eine Wundernuss. Sorry, dass ich die jetzt schon verschwende, aber es ist mir lieber, wenn gleich alle Brüder... Warte, das teilt nur 80 KP? Alter, wo ist denn die Nuss, die komplett heilt? Ach, was soll's. Ultranüsse noch. So, und schon sind die Brüder wieder fitter. Aber nicht ganz topfit, leider. So, wieder diese Kack. Mann. Ey, was soll das? Alter, was ist mit dem Timing los? Boah, wie viel Schaden schon diese Felsen machen. Das ist echt nicht mehr feierlich hier. Und wenigstens bekommt auch Schaden davon ab. Das ist gut. So. Bomben-Derby. Jetzt zerbomben wir dich, mein Freund. Aber Mann, der hält viel aus. Aber nicht genug. Bam. So, 222. Gar nicht schlecht. Mal sehen, was er noch von der Brustblume hält. Obwohl, Feuer, ich weiß nicht. So. Das wäre wohl empfohlen. Ich schätze mal, ein Ultrapilz für Mario wäre gar nicht schlecht. Om nom nom. So. Kommt wieder der Kack, oder? Nein. Oh, verdammt. Schon wieder dieses Feuerangriffe. Und leider musste Mario natürlich unbedingt Schaden erleiden. Das ist klar. Immer wieder er, der die geringste Abwehr hat. Jetzt reicht's mir, du blöde. Das Flatterding. Wie KP hat er insgesamt? Ah, er ist down. Er ist down, okay. Puff. Also nachdem der schon im... Wow, nicht schlecht. Nachdem mir der schon im Pyjama-Gipfel solche Probleme bereitet hat, macht der jetzt mehr die ganzen Schwierigkeiten. Och nein, Laser... Muss ich mal überlegen. Ich hoffe, dass ich dann hier auch einen Kisselmeister finden kann. So, erstmals mache ich überall 100 Schaden und... Naja, die sind immer noch nicht tot. Aber das ändert sich dann mit Bomben-Derby. Und los! Ich möchte wirklich darauf wetten, dass Mario dann eine neue Paar-Attacke bekommt, weil... Weil ich habe nur 3 Attacken bei ihm und bei Luigi habe ich schon 4 Paar Attacken zur Verfügung. Was ist mit dir? Viel noch mehr. Vielleicht nicht viele, vielleicht nur Handvoll. Sehr interessant. Diese blöden Bienenstöcke, diese wandelnden, die machen mich auch ganz kirre. Ey! Den wollte ich eigentlich nicht berühren. Ich wollte ihn mit einem Hammer erwischen. Ach, schön Scheiß drauf. Bomben! Ich blase euch weg, ihr Spasten. Yay. Und bam. Tschüss, Lutscher. Ja. Ich leide nicht ganz aus. Das ist wohl klar wie Kloßbrühe. Nein, ich bin wieder so blöd und... Autsch.
muss natürlich Schaden allein dafür. Alter, verdammte Kacke, ey. Diese blöden Bienenstöcke nerven bis zum Abwinken. Toll. Bei den einen hätte eh nur noch ein Angriff gefehlt und bei dem brauchen wir nur zwei. Okay. Boah, die Gegner werden echt noch heftiger. Und das waren noch nicht mal die allerheftigsten, die uns noch erwarten. Es kommen noch schlimmere auf uns zu. So, die Superpilze sind mir jetzt ausgegangen. Ich habe nur noch Ultrapilze zur Verfügung. So, mache ich erstmal die Brüder wieder topfit. Das haben sie auch bitter nötig. Vor allem nach dem Kampf gegen diesen Flugosaurus. Dingenskirchen. Mann, so viele Gegner noch und... die Nerven. Okay, machen wir erstmal den hier down. Wow. Ah, fuck. Ja, hallo? Oh, okay. Der wollte jetzt schon Suizid beginnen. Sozusagen ein Selbstmordattentat gegen uns begehen. Ernsthaft? Das hat er sich wohl so gedacht. Stattdessen schicken wir ihn lieber zu seinen Artgenossen zurück. So hat sich das natürlich gehört. Bams. Gut, was kommt hier noch alles? Lakito auf jeden Fall wieder mal. Also, weg mit euch. Das ist echt komisch, weil... da klappt man fast, das wären extrem hardcore. Das ist gleich, dass wir gleich zwei Lakitos auf einmal bezwingen müssen. Aber stattdessen mit nur einem Sportball sind die weg. Ich glaube, das waren nur so sozusagen Lakito-Attrappen. Möchte man meinen. So, wieder Brüderball. Brüderball sage ich schon. Brosblume. Ja. Jawohl. Mache ich euch die Hölle heiß. Yeah. Och, einer bleibt noch übrig. Schade, Schokolade. Ach man. Toll. Dafür musst du Luigi jetzt zu Boden gehen, du Spast. Gestorben. Oh, wie ich das hasse. Ich nicht sofort durchschauen kann, wie die angreifen. Das ist echt krass. So, aber jetzt komme ich endlich mal dorthin. Und was finden wir hier? Eine Meisterkiste, nicht wahr? Na, jedenfalls ein Wunderpilzrix. Oh, und dich. Nee, ist das alles hier? Könnt ihr mir gar nicht erzählen, dass das jetzt schon alles hier ist. Nur wegen einem Wunderpilzrix muss ich jetzt hier hin? Mich hier hindurch kämpfen durch diese ganzen Spasten-Gegner? Könnt ihr mir doch gar nicht erzählen. Boah. Krasse Kacke, ich habe also hier nur meine Zeit vergeudet. Scheiße. Oh man. Musste das echt sein? Ich könnte mich manchmal selbst beömmeln. Na wartet, dafür werdet ihr jetzt büßen mit Bombenderby. Ihr werdet jetzt Opfer meines Frustes. So, geh sterben! Ah, alle gekillt, so wie es gehört. Ach, naja, wenigstens bekommt man Erfahrungspunkte, aber das bringt mir nichts. Dann ist es echt alles hier. Das ist doch echt nicht wahr. Da habe ich so einen Heidenweg gemacht, nur wegen einem Wannapilz Deluxe. Okay, aber zumindest weiß ich, dass es hier nur ein, Fail ist. Ich glaube fast, dass ich auch den anderen Weg hier erreichen könnte, oder? Oder geht es nur wie, kann ich nur wieder hier in die Mitte nach, links? Ich schätze mal, ich schaff's auch nur in die Mitte nach links, oder geht es auch nach oben weiter? Nö. Sieht nicht so aus. Oder? Nee. Geht leider nicht. Nee, guck sie das einer an, das bringt nichts. Also wenn dann...
müsste ich hier hin. Gut. Wenn nur hier komme ich jetzt lang, wahrscheinlich finde ich dort den nächsten Kistenmeister. Und dann weiß ich nicht, wie viele noch fehlen, und ich hoffe, es werden uns nicht mehr allzu viele Hindernisse im Weg stehen. Oh Mann, oh man, was ist mit dem? Hä? Was ist mit dir los? Nur noch viel zu tun, fest eingraben, dann ein Scrum, fest Gräberspiel, viel Spaß, gell? Spielen sein Arbeit, Arbeitsspiel. Ja, ist klar. Aber das interessiert mich herzlich wenig. Mich interessiert eher, ob ich es dann endlich mal schaffe, alle Kistenmeister fertig zu bekommen. Nom nom, Respekt für gute Spieler spielen gut. Ihr mit euren Spielen, Mann. Eure Spieler haben mir damals schon ziemlich fertig gemacht. Oh man, wie viele Gegner sind das noch? 3? What the? Nom! Nein, nicht schon wieder so ein Spiel. Oder auch nicht, Nom. Martinassen, komm! Kissnom. Kissnom auch hier. Nein, nicht hier. Kein Kissnom hier, aber irgendwo. Ja, was? Ja, hier ist einer. Es ist Kissnom. Nicht anfassen. Bartnasen. Nicht anfassen, nicht. Sorry, Nom. Oder auch nicht, Nom. Nom, Nom. Ja. Glaubt ihr etwa, wir lassen da locker? Wir wollen dorthin. Wir wollen endlich zu diesem verdammten Tempel und die Pennehenne rufen. Und die Pennehenne treffen, wollte ich sagen. Weil nur im Tempel können wir von Ultibet Gebrauch machen. Sonst funktioniert das leider nicht. Ich hoffe, das geht endlich in deren dämlichen Schädel rein. So, jetzt aber. Facepalm, oh Gott. Selbstmordattentäter. Bams. Tschüss, Lutscher. So, und du gehst auch down. Yes. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir es noch auf Level 4... Haben wir schon Level 34 überhaupt erreicht? Ich weiß es nicht. Jetzt mal speichern dazwischen und gucken. Ja, tatsächlich, also Level 35 könnten wir noch erreichen. Ich frage mich aber noch, ob wir es auf Level 40 schaffen, weil nur dort bekommen wir dann den höchsten Rang. So, kommst du da runter? Alter, runter mit dir. Nein, jetzt erwischt er mich. Von hinten deine. Fuck. Och nein, nicht ihr auch noch. Jetzt reicht's mir. Bombenderby, oi. Mach ich jetzt die Hölle heiß. Ich glaube, nur mit ein paar Attacken ist mit denen leicht aufzuräumen. Ja, nee, ich habe zwar alle getroffen, aber wir sind leider alle noch am Leben. Natürlich. Oh, man. Wow, die fliegen alle nur über mich drüber. Oh, nein. Ach, man, na toll, jetzt hat er mich. Dieses Mal hat er mich echt erwischt, das gibt's echt nicht. So blöde Spast. Damit sein Selbstmordantat hat mich tatsächlich mir tatsächlich Schaden zufügen können, wollte ich sagen, Mann, Fresse. Level 35. Ich frag mich, ob wir den Regenbogenrang auch Level 35 erreichen können, aber ich glaube, ja, das geht nur ab Level 40. Ich hoffe, dass wir vor dem finalen Boss noch bis dorthin kommen, weil ich möchte auch bei diesen Regenbogenladen einkaufen gehen. Weil dort gibt's bestimmt die allerbeste Rüstung. Hat man mir, glaube ich, schon in Comics geschrieben. Nein. Gut. Konnte mich nicht erwischen. Ach, fuck. Nein. Alter. Nein, jetzt ist Mario auch noch schwindelig. Das gibt's aber nicht. Du blöder Honk. Geh sterben. Nein. Fuck. Au, hey! Dass ich mich noch erwischen konnte? Scheiße. Mario, wach doch endlich auf, du Idiot. Ultranüsse. Mir bleibt keine andere Wahl jetzt machen, indem ich diese Gegner fertig oder wieder was. Danke, Mario. Schön, dass du wieder bei Sinn bist. Hoffentlich bleibst du das auch. Wow!
Mit dem Strahl hätte ich wahrscheinlich den anderen Gegner auch treffen können. Ey! Das gibt's ja echt nicht. Der hat mich tatsächlich noch erwischt. Du blöder Honk. Du Gestörte. Ah. Ich will nicht zu viel sagen. Außer, dass ich jetzt hoffentlich alle Gegner hier gekillt habe. Ja. Sonst müssen wir wieder so ein Buddelrätsel lösen, um an den einen Kessel hier zu kommen. Was mir auch auffällt, hier finde ich auch noch gar kein Attackenfragment. Also hier sehe ich auch noch kein Attackenfragment und es fehlen mir noch so einige. Wird er mich jetzt beobachten und sehen, was ich mache? Hammer, bitte. So, jetzt müsste ich den irgendwie richtig drehen können. Ich glaube, ich habe es eh schon wieder falsch gemacht. Ich müsste den... Autsch. Ich müsste den irgendwie dorthin bewegen können. Zu den richtigen Symbolen, alle drei. Natürlich. Aber das dürfte eigentlich mir nicht so schwer fallen. Aber wie bringe ich das Plus jetzt darüber? Zuallererst mal muss ich auch das... Das Karo musst du auch dorthin bringen. Ich schätze mal, ich muss beide so rundherum drehen erstmals. So. So kann ich wenigstens das Plus dann endlich zum richtigen Symbol bringen. So, Plus und Plus. Und dann nur noch das Rautensymbol. War das so Raute? Ich glaube, das nennt man Raute. Und hier noch das Karo. Und ja, dann habe ich schon. Yay, fertig. Das Tor möge sich öffnen. Ja, yeah, so ist doch recht. Tor jetzt offen, nur noch überrascht. Bandnassen, offenen Tor. Bandnassen dringen gut. Nur noch beeindruckt. Bandnassen weitergehen. Und du lässt uns einfach jetzt das Kissen anfassen, oder wie? Auf einmal. Na schön. Dann wird es Zeit, einen weiteren Kissenmeister wieder zu befreien. Leckt das jetzt zu oder bin ich das nur ein? Hoffentlich nicht. Es kam mir so vor, als würde es gerade laggen, weil es so in Slow Motion lief. Das empfinde ich jetzt nicht als so richtig gut gelöst bei diesem Spiel. Dürfte eigentlich nicht so vorkommen. Oh. Da hüpft mich doch so eine blöde Blume tatsächlich an. Ja, du kannst super springen, was? Beeindruckend. Diese Blumen, die sind auch wirklich ganz schön lame Gegner. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sollte ich die mal mit einer Paar-Attacke gleich ausschalten, oder? Nein, komm. Eine einzige gezielter Sprung reicht aus, um sie zu bashen. Ja, schon sind sie down. War eh ganz easy. Yeah, Mario Level Up! 35. Oh yeah. Aber die Werte erhöhen sich jetzt nur noch sehr schwach. Wie war das nochmal? Brüderpunkte höher oder Bart? Bart würde ich sagen. Oder Brüderpunkte. Aber es wird nur noch sehr schlecht supportet. Nur durch die Angriffskraft wird. Oh, die Verteidigung. Glaube ich, 4 dazwischen. Aber nur 3. Aber es geht auch. Dass ich mal die Defensive ein bisschen bei Mario ankurble, das muss auch sein. Gut. So viel mal zu... What the F, was bist du denn? Ach nein, verstärkte Version von diesen Bohrer-Typen schon wieder. Wow. Und die sind diesmal einiges schneller. Naja, aber nicht gut genug. Haha. Ihr macht euch nur selber kaputt, ihr blöden... Viecher.
So, aber jetzt bin ich dran. Achtung. Bam. Tbusch. Mögt ihr down gehen, ihr blöden Spasten? Oh fuck. Den muss ich schon zu denen hier führen. Okay. Bam. Ey. Das war jetzt aber scheiße, Mann. Irgendwie war das Timing scheiße bei mir. Aber jetzt. Auf einmal klappt es beim allerletzten Gegner, ist klar. So. Aber jetzt ist mal gut hier. Der tauchte plötzlich aus dem Nichts auf. Den habe ich echt nicht gesehen, Mann. Was gibt's denn hier? Okay, da müssen wir irgendwie nach oben kommen, aber... Müssen wir da völlig einen blinden Weg gehen? Oh Mann. Und die Gegner, die tarnen sich hier drin so gut, dass man sie jetzt kaum erkennen kann. Ja, diese Gegner sind eigentlich recht easy auszuweichen, möchte ich meinen. Wir schauen an. Mach einen nach den anderen hier fertig. Also, das sind bisher die einfachsten Gegner überhaupt. Unter den aktuellen, möchte ich meinen. So, jetzt nur noch diese eine Blume hier, die mich ein bisschen mit Gift bespuckt. Oh Mann. Na toll, und da habe ich mich tatsächlich in die Giftblase begeben und jetzt hat er mich zum ersten Mal erwischt. Na, okay. Aber so beeindruckend ist das ja auch nicht. So, endlich. Schauen wir mal. Was heißt denn das ohne Schäden, Mann? Ich habe doch Schäden ich habe doch Schaden erlitten, Mann. Ach, ist scheißegal. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier nach oben kommen, weil der Traumsplitter... Oh, Luigi-Sion. Ich sage nur wieder Niesanfall. Ey! Toll, da erwischt er mich heimlich. Dieser blöde Pelikan. Na warte, den mache ich jetzt mit dem Traumsprung alle, weil ich habe keine Lust, mich mit denen lang aufzuhalten. Ich habe hier Missionen zu erfüllen. Ja. Yeah. Gut. Ich dachte schon, das wäre jetzt früh. Ja. Och, schade. Ja, ist immer gut hier. Leider kein perfekter Turm, das ist mir scheißegal. Ja, nee. Oh doch, ich habe ein paar gekillt von denen. Bam. Die anderen laden natürlich auch Schaden, wie es gehört. Bam. So. Die Bombe habe ich abgewehrt und damit ist nur noch der eine übrig. Also die sind eh schon beide tot. Warum sterben die nicht gleich sofort, Mann? Das sind wirklich komische Gegner. Oh, was soll's. Jetzt sollte ich... Oh mein Gott, guck sich das an, wie riesig diese... Luigi-Wirbelsturm ist. Da muss man schon richtig an der Nase reiben, damit er... Wow, und schon habe ich alles entfernt und ich kann endlich weiterkommen da. Kann ja ungestört weiter... Oh mein Gott, du kommst mir nicht davon. Du hast gleich zwei von denen, ich sitze und noch einen. Scheiße. Meine Fresse, ey. Goldbeanies bis zum Abwinken. So, na, gibt's mal Ruhe? Au! So, jetzt gibt's endlich mal Ruhe, du kleiner Spast. Zeit für Traumwall! Und ich hoffe, dass er diesmal nicht gleich sofort flieht. Der kleine Spast. So. Immer möglichst oft angreifen und dabei auch noch. Luigi, immer wieder. Yeah. Möglichst Schaden machen. Okay, noch den Turm umschmeißen. Was? Ja, das habe ich wohl verkackt. So. Bam. Versuche ich nochmal mit Traumwall. Das, glaube ich, macht am allermeisten Schaden von allen Traumattacken. Ich glaube, selbst der Traumhammer macht so nicht, noch nicht mal annähernd so viel. So. Okay. Kriegst du voll eine aufs Maul, mein Freund. Yeah. Ach, daneben. Scheiße.
Ich hoffe, der flieht jetzt noch immer nicht. Nein, der bleibt schön da, wo er ist. Au, fuck. Das gibt's echt nicht. Okay, der wird jetzt dann fliehen. Darauf wette ich jetzt, weil jetzt habe ich es nicht geschafft, den komplett abzuwehren. Mann, wie zäh der ist. Alter. So. Immer wieder möglichst einen Treffer zufügen können. Ja, und diesmal den Turm und bam. Dass er noch zusätzlich Schaden bekommt, so wie es gehört. Nein, 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 bleib doch da. Mann, du blödes Vieh. Ich gebe mir extra Mühe, dass ich dieses Vieh endlich packe. Oh, ich könnte durchdrehen. Das Vieh ist so scheiße. Ich schaff's einfach nicht, das zu erwischen, aber einer ist noch übrig und zum Glück kriege ich den gleich mit dem Sprung zu fassen. Bams. Was? Ach, jetzt ruft er wieder jede Menge Beanies und den muss ich dazwischen irgendwie erwischen. Wo ist er? Was? Ach nein, der hat sich unter einen versteckt. Den hätte ich sofort... Ach Mann. Scheiße, nicht, dass er gleich wieder fliehen muss, dieser blöde Spast. Traumhammer. Der bringt das trotzdem mehr Schaden, der Hammer. Das sehen wir dann gleich, wenn wir erstmals den Angriff eingesetzt haben. Und direkt in die Mitte. Ja, 104 konstant. Das geht doch. So. Ich frag mich, wovon es eigentlich abhängt, wann er dann flieht, dieser kleine Spast. Fuck, ey. Ey, komm. So, endlich mal erwischt. Mann. Ich weiß noch nicht mal, wie viel KP der überhaupt insgesamt hat. Aber bestimmt mehr als genug. Ich frag mich, ob man auch mehr Goldbeanies dann auf einmal begegnen kann im Kampf. Ich meine, dass dann noch mehr auf einmal auftauchen, wollte ich sagen. So. Bleib bloß da, mein Kleiner. So. Yeah. Bam. Und noch einmal. Es so schön war. So. Ein weiterer Traum haben wir für dich. Wir müssen so oft angreifen, wie es nur geht, weil dann seht ihr endlich, wie viel Erfahrung der bringt. Nicht nur sehr viel Kohle, sondern auch sehr viel Erfahrung. Das fürs Aufleveln wirklich empfehlenswert. Bam. Aber der ist noch nicht down, leider. Aber ich habe jetzt einen Orden, mit dem ich allen Gegnern 100 Schaden zufügen kann. Ach nein, jetzt kommt der Kack wieder. Jetzt muss ich genau schauen, hinter welchen er sich versteckt. Ich glaube, ich müsste den glitzerten grünen Beanie erwischen. Da ist er. Ja, yeah, erwischt. Jetzt habe ich es aber geschafft. Okay, noch 100 Schaden zusätzlich. Und er ist down, ja. Yeah. 4800, da seht ihr es. Geil, oder? Ja, yeah, da hat Luigi sich sein Level up verdient. Zu Recht. Der beste Support gibt es eher bei der Verteidigung, aber das ist auch nicht anders zu erwarten. Ich würde sagen, ich werde erstmal die Geschwindigkeit erhöhen um 4. Damit Luigi auch ein bisschen schneller wird. Gut. Sehr schön. Endlich haben wir es mal geschafft, diesen blöden Goldbeanie zu erwischen. Ich muss darauf achten. Oh je, ich habe nur noch 14 Minuten Aufnahmezeit. Weil dann ist meine Kamera wieder voll. Ich muss also möglichst viel noch machen in der kurzen Zeit. Oh, ich war beinahe vergessen. So, sonst nichts. So, der Kistenmeister ist auch frei. Cool, damit können wir uns wieder einen weiteren Weg ebnen. Und sonst muss ich halt dazwischen schneiden, dann müsste ich halt die Parts etwas extra länger machen, aber wenigstens kommen wir dann endlich mal voran. Es wird auch langsam Zeit, dass wir endlich die Pennehenne treffen, auf die wir schon so lange warten. Ja. Oh, ich kann mich bewegen, ein herrlicher Tag. Danke, oh, vielen Dank. Ich verstehe, das war der Grund, wo ihr kommt. Dann sollte ich euch wohl das hier geben. Yes.
einen weiteren Somnamstein. Es ist in der Tat schockierend, dass ein Tasma zurückgekehrt ist. Tasma war einst nur eine einfache Fledermaus, die fiel auf diese Insel. Doch eines Tages verschlang den Albtraum eines Kiso. Keiner weiß, wie er das tat. Er fing an, mehr und mehr Traumfenster-Träume zu verzehren. So entwickelte er sich zu einem Wesen, das er heute ist. Ich konnte ihn zwar einmal besiegen, aber dass er jetzt zurückgekehrt ist. Ihr müsst seine bösen Pläne verhindern. Wir brauchen euch. Keine Sorge, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um diesen Spast aufhalten zu können. Ja, Bart, Nasen, bla bla bla, was auch immer. Aber wie kommen wir da jetzt weiter? Das muss ich mal scharf überlegen. Jetzt müssen wir eigentlich genug Steine haben, um auch die oberen Wege, die obersten Wege gehen zu können. Aber wie stellen wir das jetzt am besten an? Ich verstehe schon. Ja, genau so. Einfach so. Ja. Schon ist das erledigt. Können wir auch versuchen, es so zu machen. Hier bringt es natürlich nichts. Nee. Also da muss ich schon mir etwas anderes überlegen. Da muss man schon genauer nachdenken, was man tut. Weil einfach so rumexperimentieren bringt natürlich nicht viel. Man muss schon den richtigen Weg einschlagen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt am besten zuerst mal hier zu unserer Rechten. Ja. Aber was uns dort erwartet, das sehen wir dann im nächsten Part. Ja, Leute, boah, 20.000 Münzen. Boah, wenn wir da nicht die komplette Ausrüstung, die beste, kaufen können, dann weiß ich auch nicht. Leute, wir sind zwar noch nicht so viel vorangeschritten, aber im nächsten Part müssen wir dann endlich den Tempel betreten können. Ich muss jetzt mal dazwischen schneiden, weil, der Speicher meiner Kamera wird langsam voll und ich muss darauf achten, dass er nicht schon wieder ausfällt, so wie in Pokémon X und Y. Das ist mir auch schon dazwischen passiert. Also, wie schon gesagt, Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Photo Freak 89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.